Ja, hallo, willkommen bei The Haunted Gym. Heute machen wir unseren ersten Halloween-Blog. Wir werden heute Kürbisse kaufen und ihr könnt uns dabei begleiten. Okay, let's go. Ja, dann werden wir direkt mal die Kürbisse mal anschauen, die hier verkauft werden. So. Die haben einige Kürbisse, oder? Sehr viele Kürbisse, die hier verkauft werden hier. Sehr viele Kürbisse. Ach, da stehen die Preise alle drauf. This one is only for decoration, yeah? You can ich glaube. You can eat this one. Yes, it's no. This is for yes. Yeah, for, this for Hasen, Kleintier und Deko. Das kann man auch kaufen hier. Hier, das kann man auch kaufen, Strohballen. Kann man ja auch eins mitnehmen, oder? Sehr für die Kürbisse hier 3,50. Hier stehen die Preise einzeln hier. Okay. So um die 2-3 Euro, so ein kleiner Kürbis hier. Und das one, they told it's good for the soup. Spaghetti-Kürbis ist sehr gut essbar. Ja, das, man kann gucken. Das waren die jetzt. Essbare Kürbisse hier. Das suchen wir uns einfach aus. Für Halloween erstmal sehr wichtig. Hier ist die Kasse, wo man das Geld reinwerfen kann. Ja, das mit 5 Euro ist doch gut, oder? Ja, das war es nicht. Wir können ja den hier nehmen. Moment. Wir nehmen mehrere, oder? Das war. Der für 5 Euro vielleicht. Was haben wir hier drin? Der ist auch riesig. Ja, das war es nicht. Oh, was kostet der? Der kostet 6 Euro. Den nehmen wir den ganz großen, oder? Und hier, guck mal, hier ist 7 Euro. Der ist auch groß. Ich habe mal Kürbisse ausgesucht jetzt hier. Die Kürbisse habe ich jetzt ausgesucht. Die Riesendinger hier. 7 Euro, 6 Euro, 7 Euro. Sind wir schon bei 20 Euro. Das sind okay, oder? Was meinst du? Ja. So, das sind jetzt die Backstücke, die wir ausgesucht haben. Kann man auch von klein noch mitnehmen oder haben wir eigentlich genug schon, oder? Ja. Alles was ich zum Dekorieren brauche. Sehr schön. Zum Dekorieren schon, aber nicht um die Massen reinzuschneiden, weil die suchen mir gerade. Guck mal, das ist für 1 Euro, aber das ist so schön. Cute. 22 Euro. Guck dir mal das an. Hm? 1 Euro. Das ist 1 Euro. Alles, was in der Kiste drin ist. Ja. Guck mal. Hier nochmal Kürbisse für 3,50. Guck dir mal den an hier. Cute.
Ja, einiges auf jeden Fall. Mal, wie das aussieht. Ganz komisch. Das sieht auch ganz komisch aus. 2 Euro. Sven ist mal so cute. Und der, guck mal. Da steht jetzt. Sollen wir den mitnehmen? Before you do. Oh, ja. Ja, ich würde sagen, Strohballen haben wir ja zu Hause, aber brauchen wir noch Stroh für die Hasen eigentlich? Sowas. Ja, nicht so viel. Aber jetzt ein Auto reinmachen ist ein bisschen schwierig ohne den Zack. Ja, ich würde sagen. Okay. Jetzt will ich das Ding. Ich bin nochmal in den Bild. Okay. So, jetzt muss ich da dran. Wir zahlen ja auch gleich mal. So, jetzt haben wir mal die 20 Euro war das, glaube ich, ja. Und haben wir, glaube ich, die Kürbisse, die wir brauchen. So. Ganz genau. 20 Euro. So, dann machen wir uns dann direkt mal auf den Weg hier. Wir werden jetzt ins Auto eingeladen. Oh, ah, geht's? So, dann nehme ich mal die anderen. Okay, das war unser erster Halloween-Blog. Natürlich muss der erste Halloween-Blog natürlich ein Kürbis-Einkauf sein. Das haben wir jetzt gemacht. Dann geht es auch bald weiter mit den Unboxings der Animatronics, die ich gekauft habe für das Halloween-Haus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss. Ciao.